Und willkommen zu meinem Video. Ja, das ist mein Update-Video von diesem Monat, also vom Januar, was da bei mir so los war. Und ja, einige Worte werden etwas wackelig kommen, weil ich habe keinen leichten Monat hinter mir. Das ist wirklich ein schwerer Monat gewesen und meine Sprache ist erst seit vorgestern das erste Mal wieder so halbwegs flüssig und heute schon flüssig genug fürs Video. Also ja. Ja, wo fange ich an? Wo fange ich am besten an? Ja, also tut mir leid, es sind auch wirklich noch ganz viele Worte, die da noch nicht wieder da sind, deswegen. Aber ich muss jetzt drehen, weil sobald es dunkel wird, geht es wieder los. Also, so, jetzt muss ich was holen und das ist... So, okay, folgendes. Fangen wir bei Leo an. Also Leo hat immer noch leichte Magenbeschwerden, leider. Und dann war es Anfang des Monats so, dass sein Medikament, das da komplett am Ausgehen war. Ich hatte wirklich nur noch 2 Tuben übrig. Und ich musste mich selbst loben. Ich habe es geschafft, die 2 Tuben bis zum jetzt 30. Januar, also eigentlich sogar den 31., weil für heute und morgen wird es doch reichen, zu strecken. Ich bin da wirklich stolz auf mich. Aber dann habe ich einer Bekannten geschrieben, die sich mit Tiermedizin auskennt und die hat mir empfohlen, das hier zu probieren. Und da haben wir heute die erste Tube aufgemacht und ja, jetzt hat das ungefähr eine Stunde im Körper und ich muss sagen, bisher bin ich zufrieden, was aber nicht irgendwie verwunderlich ist, weil die Inhaltsstoffe sind die fast identischen. Das einzige ist, im alten war noch Traubenzucker drin. Also ja, mal sehen. Ich hoffe einfach, dass es sich so schnell wie möglich, ach Gott, dann trotzdem gleichermaßen wirkt. Dass es ihm nichts macht. Bisher ist er ganz zufrieden. Er frisst mehr als die letzten Wochen. Also das fällt mir schon auf. Sonst ist es oft so, dass er ab so 14, 14:30 dann das Fressen für 1, 2 Stunden reduziert hat. Aber heute frisst er dann trotzdem noch. Das gefällt mir schon mal gut. Ja. Dann hoffe ich einfach, dass das wirkt. Ich werde euch dann, wenn ich mehr weiß, mehr dazu erzählen. Ja, was war noch? Ja gut, dann kommen wir zum unangenehmen Teil. Also wie jeder weiß, an Silvester, da machen die Böller und... Entschuldigt. Es ist wirklich noch sehr wackelig da oben, wie ich merke. Also an Silvester, da sind ja sehr viele Böller, was mir ja sehr große Schwierigkeiten macht, wo dann meine Motorik und auch meine Sprache und alles ausfällt. So, gut, dann war es am 6. so, dass es mir soweit so okay ging. Essen selber machen war nicht möglich und alles, aber Mama war halt auch unterwegs den Tag über.
Aber es war dann so, dass sie rechtzeitig zum Essen da sein wollte. Und ja, und dann sind wir halt da gewesen und es war halt dann. Ich fühle mich wirklich wie so ein Zombie. Es tut mir leid. Ich merke selbst gerade erst, dass es noch nicht so gut ist, wie ich hoffe. Entschuldigt. Nach diesem Monat ist es halt wirklich bescheuert, wenn man das so. Ich dachte wirklich, für mich jetzt ist es wieder gut und ich bin schon wieder so weit. Aber ich merke gerade, dass es doch noch schwerer ist, als ich dachte. Ich nehme jetzt kurz einen Schluck zum Trinken. Vielleicht hilft es etwas. Okay. Also, dann war es auf jeden Fall am 6. so, dass meine Mutter von ihrer Geburtstagsfeier nach Hause kam und ich ihr, was mich wirklich voll geärgert hat, mehr oder weniger, bin ich dann im Gang gestanden und habe den hier gemacht. Was so viel hieß wie Hallo Mama, es hat wieder geballert und meine Sprache ist weg. Ja, das war dann echt doof. Also am 6. erster Rückschlag. Meine Sprache war wieder weg. Es hat zwischen meiner Mutter, ihrem Gehen und zurückkommen, waren leider zwei Raketen, die mich wieder zurückgeworfen haben. Haben wir halt gesagt, okay, das wird schon. Es war wirklich bis zum 8. war jeden Tag noch ganz viele Böller in der Gegend. Wir waren wirklich so, aber okay. Dann war es so ruhiger und wir waren so, okay, dann wird es jetzt besser werden. Und dann so am 8., also so am 12., ich glaube, es war der 12., es könnte auch, dachte ich so, okay, jetzt langsam müsste dann das Husten beginnen. Dann hatte ich auch mein erstes Husten. Wir waren alle so, okay, jetzt geht's bergauf. Aber es war halt nur eins, aber wir dachten dann halt, geben wir der Sache Zeit. Dann war der 18. und dazwischen kam kein Husten mehr. Also nichts, wirklich, da war gar nichts. Und dann am 18. war es dann aber wirklich schon so, dass mein Hirn schon von alleine Zeug wieder freigegeben hat. Und wir waren dann so, okay, dann eben, das wird dann und alles wird besser. Und dann am 18. wie aus nichts macht's Puff. Und ist dann mehrfach und auch sehr laut. Und dann waren wir wieder bei Null. Komplett von vorne alles. Dann war die Sprache, ich war wirklich schon so weit, dass ich halbwegs Silbentrennung hatte. Und dann war wieder alles weg. Ja. Wir haben uns geärgert, haben weitergepflegt und waren halt so. Dann, jetzt muss ich kurz überlegen, am 28. nee, ich glaube, es war, wartet, also. Doch, es war am 28. am Abend waren wir so weit, dass ich zu meiner Mom gesagt habe, also wenn jetzt alles nach Plan läuft, dann werde ich morgen meine Videos drehen und übermorgen kann ich dann wieder kochen und alles. Und ich war wirklich so voll auf dem, ich war voll optimistisch, voller Freude und alles. Und oh, ja, also, und habe mich so drauf eingestellt, jetzt geht es wirklich wieder bergauf. Dann
war es so, dass ich wie aus dem Nichts, meine Mom ist gerade die Treppen hochgelaufen und dann kamen vier richtig laute Böller. Und dann war die Sprache wieder komplett weg. Ja, dann haben meine Mutter und ich halt alles getan, was ging, um sie so schnell wie möglich, weil wir schon so weit waren, wirklich es wieder zurückzuholen. Und hatten dann aber auch, ich weiß nicht wieso, aber wir hatten Glück und es war der Stand, dass es halbwegs wieder da war am 29. Ja, und das war für mich dann gestern. Da war ich dann bei meiner Oma zu Besuch. Wir haben da ganz nett Zeit miteinander verbracht. Es war wirklich schön und danach ist mein Papa noch mit mir zum Drive-In gefahren, wo wir dann eine Stunde standen fürs Essen, aber es hat sich gelohnt. Meine Mom und ich hatten die ganze Nacht Magengrimme. Ja, das war dann, ja, aber ich habe auch dann seit langem wieder gut geschlafen, weil es so anstrengend war und ja. Ja, und dann heute war es dann wieder so weit, dass ich so weit flüssig genug bin, dass ich drehen kann. Und deswegen habe ich zu meiner Familie gesagt, Leute, jetzt nehme ich auf jeden Fall, versuche ich die drei, vier Videos für die nächsten Tage aufzunehmen, weil wenn es heute Nacht wieder diese Böller hochgehen, dann habe ich keine Videos mehr im Petto für meine Zuschauer und das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass noch jemand mehr drunter leiden muss als ich und meine Familie und notwendig. Ich weiß, mir fehlt gerade das Wort, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall war das dann wirklich, ja. Es hat jetzt lange gedauert, bis ich bei dem Stand von heute bin. Und meine Familie ist jetzt wirklich schon richtig am wütend sein, wenn es nur irgendwo einen Knall tut. Also da, jeder in der Familie ist da schon auf 180. Und ganz ehrlich, ich glaube, jetzt will keiner mit einem Böller in der Hand bei uns vor der Tür erwischt werden. Oh, das könnte böse enden. Selbst mein Vater ist stinksauer und meine Oma, die nie flucht, hat geflucht. Das war wirklich ui. Auch meine Zweiteltern sind schon sauer. Also Babette und Winfried sind auch stinksauer. Also inzwischen ist wirklich jeder will jetzt, dass es endlich ein Ende findet. Und ich hoffe so, dass es jetzt auch nur noch bergauf geht. Ja. Entschuldigt, mir läuft die Nase. Da läuft vom Druck Zeug runter. Oh, das ist anstrengend. Ja. Jetzt das Wichtigste für mich ist erstmal wieder so zu sagen, dafür zu sorgen, dass ich Schritt für Schritt zurückkomme und meine Motorik wieder trainieren. Weil das ist mir nach so langer Zeit aufgefallen. Meine ganzen Muskeln und alles sind noch sehr schwach und das muss ich jetzt für mich wieder trainieren, dass die wieder stärker werden. Und auch rausgehen muss ich wieder trainieren, dass ich nicht zu viel Angst habe. Dumme Sache dran ist, dass jetzt Fasching auch noch bald kommt, also da überschneidet sich was. Vielleicht schnappe ich mir Papa doch lieber diese Woche noch wegen meinem Plan. Ich habe nämlich geplant, dass ich gerne zum China-Laden, also zum Asiamarkt möchte, weil ich meiner Oma was kaufen möchte und für mich für diese Rahmengeschichte. Weil die konnte ich immer noch nicht testen. Aber jetzt nehme ich euch im Video mit. Aber es könnte sein, dass ich nicht reden kann. Also, es muss man sehen, wie es jetzt die Tage läuft. Und mir war halt wichtig, dass wenn ich das mache und esse, dass ich das zu einem Zeitpunkt mache, wo ich reden kann, weil ich nicht weiß, wie mein Körper drauf reagiert.
Wenn man das nicht weiß, macht man Sachen entweder am Vormittag, dass man einen ganzen Tag Zeit hat, um zu gucken, wie reagiert das drauf. Habe ich mit Leo auch jetzt so gemacht. Gott, der kleine arme Kerl ist voll hyperaktiv von dem Zeug, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja das, was es jetzt endlich aus seinem Körper raustut, was da so schlecht für ihn war. Ja, dann oder dass man es nicht. Oh, das mache ich zu einem eigenen Video. Tipps für Dinge, wo neu sind für den Körper. Ja, das mache ich euch. Das wird mein zweites Video dann nach dem Zimmer-Update. Da gibt es nämlich auch Neues. Ja, ich beende das Video an dieser Stelle und entschuldige mich, falls es etwas verwirrt war oder etwas, ja, ungenau. Aber wie gesagt, mein Kopf ist noch in der Erholungsphase. Ja, schreibt mir gern in die Kommentare, wie war euer Januar. Ihr könnt mir aber auch gerne eine Nachricht auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.